Der nächste Drehtag führte uns zu verschiedenen Locations in Graz. In kleinen Sequenzen wird Peters Geschichte erzählt. Es ist eine traurige, berührende, zu Herzen gehende Lügengeschichte. Kleines Bübchen, freches Bübchen. Okay, Schnitt. Die probieren wir mal. So, bereit. Dann machen wir die Dreier. Die was? Die Dreier. Das ist eine Dreier. 21, 3, gell? Die Nummer weiß ich jetzt nicht auswendig, aber... Das ist ne. Die da? Dreier. Dreier. Drei, ach, da meinst du Dreier. Drei Leute in der Einstellung. Schnitt. Unglaublich, wir sind einmal voraus. Voraus. Einmal passieren dürfen, ganz ohne Stress. Aber das verkürzte den Drehplan nicht, also ging es mit neuer Besetzung heiter weiter. Ich werde es euch noch genau bringen, aber das hat er so mafiös aus. Also überhaupt gehört das, gell? Genau. Und du erklärst ihm da, wie gut das alles ist, drückst ihm den Kugelschreiber in die Hand und du unterschreibst ihn dann ganz einfach. Also. Ja. Du suchst jetzt erst, dann drehst du dich um, lässt es wirklich Glas in die Knie und dann machst du so. Schließt so leicht hinter. So, fällt da rein auf. Ich bin der Mann an der Puderquaste. Machst du Gegenschnitte noch? Jetzt darfst du endlich in Rainer pudern. Rainer war pudern. Alter, ich bin jetzt schon so aufgepudert worden. Gar kein Vergnügen mehr. Und jetzt pudert er den Max auch noch. Warst du schwarz? Warst du schwarz? Ja. Steht perfekt. Und bitte los. Danke, super, Schnitt. Bruder und die 20. Natürlich. Tupfen, genau. Und stopp, da passt. Gut, wieder los. Okay, danke, Schnitt. Die Herausforderung des Tages war aber eindeutig die zweite und letzte Verjüngung von Hauptdarsteller Rainer Kahns um ganze 20 Jahre. Nach genauer Anleitung von Eva Weotz, dokumentiert anhand von Fotos und Videos, machten sich Karin Ullmann und Helge Gesuppan ans Werk. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.